Ahoi und herzlich willkommen bei Medium Imperium. Wir sind wieder unterwegs mit Hawkey und landen heute eine Runde in Las Vegas. Bei Nacht. Aber bei mir ist es nicht 21 Uhr. Ah, ich habe UTC eingestellt. Ich bin auch Dussel. Ja, UTC. 4 ist halt 4 Uhr nachts, ist ja egal. Also dunkel ist dunkel. Nee, bei mir ist 1400. Local. Egal, komm. Ja, whatever, es ist dunkel. So. Nee, um 14 Uhr ist doch nicht dunkel. Warum ist es bei dir um 14 Uhr? Ich weiß es nicht, weil ich 21 UTC eingestellt habe und nicht local. Ja, aber das ist doch jetzt auch cool. Guck mal, ich flieg dunkel, du fliegst hell. So, dann wenn du hin und her schneidest, hast du direkt den Vergleich, so wie das aussieht. Dann werden die Leute doch wahnsinnig. Ja, egal, komm. Wir drücken den Leuten zu viel zu. Ja. Ist so. Okay. So, 3, 2, 1, ready to fly. So! Ich hab den linken, ne, wieder? Ja, genau. Boah! So. Hauen wir mal ein bisschen Flaps raus. Oh, hier unter uns ist auch ein Flaps müssten eigentlich komplett eingestellt sein. Rick James. I'm Rick James, bitch. Enjoy yourself. So, du bist schon wieder direkt neben mir. Yo, moin! Jetzt hast du aber 0815 Livery, oder? Ich habe United Livery drin, aber ich vermute, nee, dass er das nicht irgendwie richtig. Keine Ahnung. Super leider nicht. Ja, ich versuche das halt nicht immer anzupassen. Wenn ich jetzt in Deutschland fliege oder in Europa, dann benutze ich immer meistens Lufthansa oder Condor oder so, weil ich finde die Condor Livery ziemlich cool. Und wenn ich in Amerika fliege, benutze ich halt meistens irgendwie United oder wie heißt die andere? Delta. Ja, Delta, genau. Dann gibt es ja noch American Airlines und so, aber ich fliege meistens United oder Delta. Ich meine, ich hatte ja einen Inlandsflug von New York bis nach San Francisco und ich meine, das war Delta. Weil ich glaube, Delta macht die ganzen Inlandsflüge, glaube ich, irgendwie. Und United ist, glaube ich, eher international unterwegs. Aber ich kann mich auch täuschen, das kann auch Quatsch sein. Ist es höchstwahrscheinlich, ja. Ja. Ja, alles, was ich gerade gesagt habe, war gelogen. So. Und das ist die Wahrheit. Okay. Das muss ich jetzt mal verarbeiten. Das Ding ist, soll man eine Runde fliegen. Nicht so viel Quatsch mehr fliegen, Mann. Ja. Also ich sehe die Papis tatsächlich hier im, wenn es dunkel ist, deutlich besser auch, als wenn es hell ist. Also. Ah, ist das so, ja? Ja. Aber die ist jetzt dunkel? Bei mir ist dunkel. Ach, so eine Scheiße. Ja. Aber es könnte für die Aufnahme ganz geil sein, irgendwie, glaube ich. Ja, das sollen ja mal die Zuschauer beurteilen. Also ja, nochmal an. Schreibt es in die Kommentare, ne? Also was findet ihr geiler? Dunkel oder hell? Oder beides, eine Kombination. So, hell-dunkel. Ja. Du kannst das ja übereinander legen und dann hast du einen Mittelwert. Das ist bestimmt total die super Idee. Ja, aber davon mal abgesehen, ne? Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir irgendwo mal langfliegen sollen. Also wir oder ich. Oder wenn ihr Hawkey um einiges mehr feiert als mich, dann könnt ihr auch nur Hawkey gucken, mir egal. Aber sagt doch mal, wo man mal langfliegen soll, was man mal gesehen haben sollte. Und dann könnt ihr euch den Scheiß reinziehen. Und ja, kennt ihr das Spiel, ne? Es werden sich eh wieder nur Hawkey selber melden und Pullermatz. Und mein Bruder. Mein Bruder ist auch irgendwie Fan. Ja. Ich muss demnächst nochmal über Gizeh fliegen, habe ich gehört. Das werde ich mal in Angriff nehmen. Habt ihr das mal zusammen gemacht, über Gizeh geflogen? Nee. Ich bin alleine mal über Gizeh geflogen. Irgendwie bin ich mal über Gizeh geflogen. Also was ich mit dir halt machen möchte, kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern, ist vielleicht Mount Everest. Das hast du doch schon in der Dings-Folge gemacht. Ja. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Außerdem bin ich gerade hoch konzentriert. So, bei mir sieht der Approach ziemlich perfekt aus, bei dir auch. Bei mir sieht auch ziemlich geil aus. Ich habe 2-2, glaube ich. Ne, ich habe 1-3, okay. 1-3 habe ich, ja. Jo, habe ich aber zufrieden mit. Ah, jetzt bin ich ein bisschen. Ah, ich habe einen leichten Rechtsdrall drin. Leichten Rechts. Ey, aber komm. Aber komm. So, na, so runter. Boah, das war sehr sanft vorne. Das war sehr sanft vorne.
Ey, guck mal. Voll parallel, Junge. Ach, guck mal, das ist die Pyramide, Junge. Ja, ist eine kranke Stadt, ne? Ja, absolut. Absolut künstlich. Absolut verkrankt. In Deutschland könntest du sowas nicht machen, ne? Wegen verboten, wegen zu viel Spaß. Ist so. Ja, aber ist schon echt krass. Also schon echt krass, auch wie viel Stromdurchsatz die da haben müssen in der Stadt. Das ist der Wahnsinn einfach. Ja, nice. Also, ja, die Landung war gut von beiden Seiten, würde ich sagen. Ja, bei mir war auch richtig stark. Ja, dann sage ich vielen Dank, Hawkey, für die Teilnahme hier an dem Quatsch. Immer und, gerne. Und den Zuschauern vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, Kommentare abgeben und dann fliegen wir mal da längs, wo ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim Flugsimulator. Vielleicht wieder mit Hawkey. Oder auch nicht. Vielleicht. Mal gucken. Tschüss. Ciao.